Also, du prangerst Pädophilie an im Islam, richtig? Du sagst, es gibt Pädophilie im Islam. Korrekt? Leugnest du das oder was? Ist das korrekt? Ich fragte etwas. Leugnest du es oder nicht? Ich habe dich etwas gefragt. Ist es höflich, eine Frage mit einer Gegenfrage zu Also, es ist ein beantworten? Fakt. Ach so, du sagst Was? Fakt. Okay. Ab welchem Alter, okay, hab verstanden. Ab welchem Alter darfst du laut Christentum heiraten? Wie bitte? Wie bitte? Du hast mich verstanden. Ab welchem Nein, nein, habe Alter? ich nicht, sonst hätte ich ja nicht gefragt, du Clown. Ich wiederhole. Werd Darfst du nicht sprechen mit beleidigen? mir. 1. Korinther 6, Vers 9. Du sollst nicht beleidigen. Jemand, Ist der es eine beleidigt. Beleidigung oder ein Fakt? Wie Jemand, heißt du der denn? Was ist beleidigt. denn dein Job? Was ist deine Arbeit? Jemand, der beleidigt, ist gleichgesetzt mit Knabenschändern. In 1. Korinther. Ja, 1. Korinther. Ja, mit Knabenschändern. In 1. Korinther. Du bist ein Knabenschänder laut deiner eigenen Bibel, aber egal. Noch einmal, ab welchem Alter darfst du im Christentum heiraten? Auf jeden Fall darf man keine vorpubertierenden Kinder heiraten. Ab welchem Alter, Apologet? Ich habe dich eine simple Frage gefragt. Ich habe dich was Simples gefragt. Würdest du ein neunjähriges Kind heiraten, ja oder nein? Apologet, wir reden über alles, aber ich möchte wissen, ob du es anprangerst. Du sagtest ja, du findest das nicht gut. Und jetzt, Absolut, absolut, absolut. siehst du, jetzt siehst du, das ist aber dein eigener Glaube erlaubt. Also, wie kannst du etwas Mein Glaube anprangern? erlaubt es nicht. Mein Glaube Anprangern? erlaubt es nicht. 1. Korinther 7, Vers 36 erlaubt die Kinderehe. Deine eigene Bibel, genau das, was du versuchst, hier am Islam zu kritisieren, du Lulatsch, erlaubt deine eigene Bibel, 1. Korinther 7, Vers 36, erlaubt die Ehe mit Kindern, nämlich ab der Geschlechtsreife. Egal, ob eine Frau 8, 9, 10, 12 oder 15 ist, darf sie laut deiner Bibel, sobald sie ihre Geschlechtsreife erlangt hat, heiraten und Geschlechtsverkehr haben. Was sagst du dazu? Was sagst du dazu? Erklär mal. Der Frieden des Herrn Jesus sei mit allen. In 1. Korinther Kapitel 7, Vers 36 geht es nicht um Kinderehe, sondern ob jemand, der Vater, seine Tochter, seiner Jungfrau verheiraten soll, obwohl sie schon über das Heiratsalter, über die Jahre der Reife hinausgekommen ist und ein Bewerber vor der Tür steht. Oder ob der jemand, der Vater, sie unverheiratet bleiben lässt, wenn aber jemand meint, er handle unschicklich an seiner Jungfrau, wenn sie über die Jahre der Reife hinauskommt, und wenn es dann so sein muss, der tue, was er will, er sündigt nicht, sie mögen heiraten. 1. Korinther Kapitel 7, Vers 36. Das Heiratsalter, Reife, aus 1. Korinther Kapitel 7. Vers 36 ist für Mädchen 12 bis 17 Jahre und für Jungen, Bewerber, ab 13 Jahren gewesen. Vergleich dazu 600 Jahre später Mohammed über 50 Jahre mit Aisha 6 Jahre, jüdische Ehebrüche, Mindestalter für die Ehe von 13 Jahren für Jungen und 12 Jahren für Mädchen, Baker Encyclopedia of the Bible in Band 2. Seite 1407, es war üblich im antiken Israel und Judäa, dass Mädchen mit 15 bis 17 Jahren geheiratet haben. Insights from Archaeology by David A. Finzi, Seite 71. Heute sind es Muslime, die Paulusbriefe zu ihrem eigenen Verderben verdrehen und versuchen, ihren Mohammed damit zu retten, so wie auch in allen Briefen, wo er von diesen Dingen spricht. In ihnen ist manches schwer zu verstehen. Was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften, zu ihrem eigenen Verderben, 2. Petrus Kapitel 3, Vers 16. Man muss halt nur den Kontext beachten, sowie das ganze Kapitel lesen. Und wenn man noch die Bibelkommentare liest, durchschaut man sofort, was unsere lieben Davagandisten im Schilde führen. Ihr aber, Geliebte, da ihr dies im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch die Verführung der Frevler mit fortgerissen werdet und euren eigenen festen Stand verliert. 2. Petrus Kapitel 3, Vers 17. Wie sieht es aus? Würdest du jetzt ein neunjähriges Kind heiraten oder nicht? Ich antworte dir sehr gerne. So, du bist der Dann Einzige. Ich antworte. antworte auf alles. So,
Eine Frage, eine Antwort, eine Frage, eine Antwort. Pass auf, die Antwort lautet wie folgt. Ich persönlich würde das nicht machen, weil es gar kein Befehl ist. Es ist nicht notwendig, das zu tun. Es ist nirgendwo eine Vorschrift. Es ist nirgendwo befohlen. Aus der heutigen Sicht, ich unterbrich mich nicht. Aus der heutigen, ich versuch's. Ja, aus der heutigen Sicht wirst du das nirgendwo erleben. Es ist gesellschaftlich überhaupt nicht angesehen. So, und keiner würde das einfach machen. Genauso ist 1. Korinther Kapitel 7, Vers 36 kein Befehl und erst recht nicht eine Lehre für Kinderehe, sondern Ratschläge des Apostels Paulus an die Unverheirateten um der gegenwärtigen Not willen. Wegen der Jungfrauen aber habe ich keinen Befehl des Herrn, ich gebe aber ein Urteil ab als einer, der vom Herrn begnadigt worden ist, treu zu sein. So halte ich nun um der gegenwärtigen Not willen das für richtig, dass es für einen Menschen gut ist, so zu bleiben. 1. Korinther Kapitel 7, Vers 25 bis 26. Paulus warnt uns vor solchen Schwätzer und Verführer, die unter anderem aus einer Entscheidung des Vaters für die Tochter, welche das Heiratsalter, Reife, überschritten hat, eine Kinderehe machen, denn es gibt viele widerspenstige und leere Schwätzer und Verführer, besonders die aus der Beschneidung. Denen muss man den Mund stopfen, denn sie bringen ganze Häuser durcheinander mit ihrem ungehörigen Lehren um schändlichen Gewinnes willen. Titus Kapitel 1, Vers 10 bis 11. Egal wie oft unsere lieben Muslime versuchen, die Bibel zu widerlegen bzw. den Koran und ihren Mohammed zu retten, indem sie die Bibelverse falsch auslegen, sie werden jedes Mal als Lügner dastehen. Alle Reden Gottes sind geläutert. Er ist ein Schild denen, die ihm vertrauen. Tue nichts zu seinen Worten hinzu, damit er dich nicht bestraft und du als Lügner dastehst. Sprüche Kapitel 30, Vers 5 bis 6. Nur Jesus rettet. Kein Bedarf von Mohammed, ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben, und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen, Johannes Kapitel 5, Vers 39 bis 40.